Hello, hello, hello. Wir spielen wieder ein bisschen Gothic 1, schön im Retro. Aber es geht heute leider nur bis 18 Uhr. Man muss eben aufpassen, was man auch erzählt. Ja. Woher höre ich Töne? Also, ich habe keine Ahnung, von wo ich Töne höre. Ja. Aber dann spielen wir erstmal. Meine Meinung kennst du erst. So. Das ist das. Das war falsch. Schläger, Schläger, Schläger. Hey du! Hey du! Raus hier! Ja, ich will. Du lernst schnell! Du lernst schnell! Gott, oh Gott, oh Gott. Das war knapp. Hast du vor, durch dieses Tor zu gehen? Willst du mich aufhalten? Nein, aber du solltest wissen, was dich erwartet. Es läuft hier nicht so wie im alten Lager und erst recht nicht so wie bei den Sektenspinnern. Und wie läuft es hier? Es gibt hier keine Gardisten oder Templer, die auf dich aufpassen. Jeder ist sich selbst der Nächste. Und die Einzigen, die zusammenhalten, sind wir Söldner. Was machen die Söldner? Wir sind die Söldner der Wassermagier. Unser Ziel ist es, hier auszubrechen. Wir arbeiten hart dafür. Und wir wollen uns hier keinen Lenz machen wie die Lumpen aus einem alten Lager, die sich nur auf den Schultern der Buddler ausruhen. Und wir alle folgen Lee. Er ist ein großer Mann. Nur er hält dieses verdammte Lager zusammen. Was machen die Magier? Sie erforschen die magischen Eigenschaften des Erzes, das unsere Schürfer aus der Mine holen. Soweit ich das verstanden habe, wollen sie den ganzen verdammten Erzhaufen in die Luft jagen, um die Barriere wegzusprengen. Klingt gefährlich. Sie sagen, wir sollen uns keine Sorgen machen. Ihr habt einen riesigen Haufen Erz hier? Kann man wohl sagen. Wenn wir den mit der Außenwelt tauschen würden, würde uns der König seine Frau dafür verkaufen. Aber wir werden einen Dreck tun, dem alten Sack das Erz zu geben. Wir wollen hier raus. Wo ist der Erzhaufen? Willst du mal richtig viel Erz sehen, was? In der Mitte der Höhle ist ein Loch, da kippen sie alles rein. Aber ran kommst du da nicht, das kann ich dir gleich sagen. Die Magier und unsere Leute bewachen das Erz Tag und Nacht. Ich war nur neugierig. Was ist mit dem Rest der Leute? Alles Banditen. Sie kümmern sich keinen Deut um das Lager. Ich würde sie nicht mal das Vortor bewachen lassen. Wahrscheinlich wäre es sinnvoller, dort ein paar Bauern hinzustellen. Wie ist die Lage zurzeit? Die Schürfer sammeln noch. Wenn sie genug Erz haben, jagen wir den Haufen in die Luft. Okay. Pass auf deinen Rücken auf. Nett. Homer. Hey du. Hältst du nach irgendwas Ausschau? Ich suche undichte Stellen im Damm. Ich habe den Verdacht, dass ein Lurker am Fundament des Damms nagt. Das Vieh wetzt seine Zähne und Krallen an den Steinen und Holzbalken unter Wasser. Auf diese Weise ist bald der gesamte Damm untergraben. Hast du den Damm gebaut? Ja. Als wir damals das neue Lager gegründet haben, habe ich den Damm errichtet. Natürlich haben alle mitgeholfen.
aber ich war der Baumeister. Kann ich dir helfen? Klar. Halt das Vieh davon ab, weiter an meinem Damm rumzunagen. Wo finde ich das Biest? Ich würde auf der anderen Seite des Sees suchen. Keiner von den Leuten hier geht dahin. Wahrscheinlich hat es da seine Höhle. Okay. So. Wo willst du denn hin? Na, da rein. Vergiss es. Silas will in seiner Kneipe nur Schürfer und Banditen sehen. Ich bin Schürfer und ich habe Durst. Siehst nicht aus wie ein Schürfer. So kommst du hier nicht rein, Junge. Hörst wohl schlecht. Okay, lieber weg hier. Warum störst du den Hüter des Erzes? Ich grüße dich, Magier. Der Segen Adanos sei mit dir. Ich kann dir helfen, deine geistige Kraft zu stärken oder dir ein paar nützliche Dinge anbieten. Was kann ich für dich tun? Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Wir sind die Magier vom Kreis des Wassers. Die Magier vom Kreis des Feuers findest du im alten Lager. Aber ich komme nicht in die Burg. Kannst du mir helfen? Nun, gelegentlich senden wir Boten zu unseren Brüdern ins alte Lager. Aber wir vertrauen diese Nachrichten nur Lares-Leuten an. Seit vielen Jahren sorgt er schon dafür, dass unsere Nachrichten sicher ankommen. Ihr wollt die Barriere zerstören. Wie genau soll das gehen? Wir brauchen eine große Menge magisches Erz. In einem großen magischen Ritual werden wir die gesamte magische Energie freilassen und somit die Barriere sprengen. Natürlich zieht eine solch große Menge Erz allerlei Lumpen und Banditen an. Also brauchen wir jeden Mann, der bereit ist, unseren Plan zu verteidigen. Ich will bei euch mitmachen. Wenn du dich uns anschließen willst, solltest du zu Lee oder Lares gehen. Ich will Magier werden. Wir können es uns nicht leisten, unser Wissen unter unseren Feinden zu verbreiten. Erst wenn du deine Loyalität zu uns unter Beweis gestellt hast, werden wir überhaupt in Erwägung ziehen, dich zu unterweisen. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Lass mal. Den Scheiß will ich nicht haben. Okay. Den können wir dann nicht. Ups. Mal bis zum nächsten Morgen. Er musste es ja. Er weiß ja nicht mal, wie ein Schwert ist. Es kommt nur auf die Kraft an. Also komm mir nicht so. Hey du. Hallo. Du bist aus dem Lager der Sekte, richtig? Wir nennen es die Bruderschaft. Ich bin Baal Kagan. Der Schläfer sei mit dir.
Was machst du hier? Ursprünglich bin ich hierhin entsandt worden, um für unsere Gemeinschaft zu werben. Aber diese Barbaren wollen nichts wissen von geistiger Erleuchtung. So beschränke ich mich auf den Verkauf von Sumpfkraut. Dies wiederum wird hier sehr gerne gesehen. Zu gerne. Ich kann allein kaum alle meine Kunden beliefern. Warum schicken Sie nicht einen weiteren Mann? Baal Isidro sollte mich unterstützen, aber er sitzt den ganzen Tag in der Kneipe auf dem See und tauscht sein Kraut gegen Reisschnaps ein. Er ist dem Schnaps verfallen. Ich fürchte, von ihm ist keine Hilfe zu erwarten. Was ein Arsch. Ich könnte dir helfen, dein Kraut unter die Leute zu bringen. Eine so große Menge Kraut kann ich dir nur anvertrauen, wenn du ein Mitglied der Bruderschaft bist. Aber du könntest mir helfen, Geschenke zu verteilen. Es sind noch nicht alle hier auf den Geschmack gekommen. Wenn sie erst einmal unser Kraut gekostet haben, werden sie mehr verlangen. Und ich kann mehr verkaufen. Ich denke, du schaffst es jetzt schon kaum, deine Aufgabe zu erfüllen. Für Baal Isidro wird bald gesorgt. Ich habe schon eine Nachricht an Khor Kalom geschickt. Wenn ich das Kraut für dich verteile, was ist für mich drin? Ich kann dich auf viele Arten entlohnen. Du kannst von mir magische Spruchrollen erhalten, die mit mächtiger Magie des Schläfers belegt sind. Ich kann dir aber auch helfen, leichter in unsere Gemeinschaft aufgenommen zu werden, wenn du das wünschst. Ich habe sehr gute Kontakte zu Khor Kalom und Baal Thyon. Beide stehen Iberion, unserem Meister, sehr nahe. Ich kann dich aber auch mit schnödem Erz bezahlen, wenn das dein Wunsch ist. 100 Brocken sollten für deine Mühe genügen. Okay, gib her das Kraut. An wen soll ich es verteilen? Du findest sicher leicht Abnehmer. Rede mit den Leuten. Aber gib jedem nur einen Stängel. Noch was. Wenn du dir das Kraut abnehmen lässt oder es selber rauchst, gilt unsere Abmachung nicht mehr. Sicher. Okay. Zeig mir deine Waren. Wie du wünschst. Das sind die Banditen. Wo willst du denn hin? Wo geht's hier denn hin? Zu Laris. Ich will zu Laris. Ich kann mir kaum vorstellen, dass er mit dir redet. Das kannst du getrost mir überlassen. Ich werde dich nicht aufhalten. Sharky. Hey, wie sieht's aus? Willst du was kaufen? Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Oh. Was soll ich mit dem Ramsch? Was soll ich mit dem Ramsch? Was soll ich mit dem Ramsch? Okay, dann holen wir uns 30. Ich verschwinde. Okay. Willst du etwas Sumpfkraut? Ich gebe dir 10 Erz dafür, wenn du mal wieder was... Oh, ich kann. Willst du etwas Sumpfkraut? Willst du etwas Sumpfkraut? Ich geb dir, wenn du... Okay. Dann gucken wir mal weiter, wo wir Sumpfkraut verkaufen können. Ich habe ein bisschen Sumpfkraut dabei. Willst du was? Klar, hier sind... Wenn du mal wieder...
Hey, du! Wer? Ich? Genau du! Komm mal her! Was willst du von mir? Du bist noch nicht lange hier, was? Sowas sehe ich direkt. Es gibt eine Menge Sachen, die du hier wissen musst. Einige davon kann ich dir beibringen. Außerdem musst du hier aufpassen, mit wem du redest. Butch zum Beispiel. Der Typ da drüben am Lagerfeuer. Vor dem musst du dich in Acht nehmen. Was ist mit Butch? Er hat die fiese Angewohnheit, Neuen zur Begrüßung das Fell über die Ohren zu ziehen. Ja, war nett. Also geh ihm am besten aus dem Weg. Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. So. Meinst du, mir geht es besser? Du siehst aus. Du siehst aus, als wenn du... Hey, du. Du siehst aus... Verkaufe noch mehr Sumpfkraut. Ich habe ein bisschen... Du siehst ganz schön ungelenkig aus. Ich könnte dir helfen. Wie kannst du mir helfen? Ich kann dir die hohe Kunst der Körperbeherrschung zeigen. Akrobatik. Mhm. Mach's gut. Hey du. Aber Akrobatik sollten wir definitiv lernen. Du siehst aus, als wenn du... Kannst jederzeit wieder... Ich habe ein bisschen... Okay, dann sprechen wir mal mit Baal, also mit dem anderen Baal. So. Mit Kagan. Ich habe das Kraut verteilt. Die ersten neuen Kunden waren schon bei mir. Du hast gute Arbeit geleistet. Wie soll deine Belohnung aussehen? Ich nehme die 100 Erz. Wie du willst. Hier. Nice, dann können wir Akrobatik lernen. Das ist ganz wichtig. So. Hi, Basta. Zeig mir deine akrobatischen Tricks. Wenn du deinen Körper beherrschst, bist du in der Lage, viel weiter zu springen. Du lernst, dich richtig abzurollen und aus dem Fall heraus richtig zu landen. Aber denk daran, du bist nicht unsterblich. Auch im Kampf ist Akrobatik sehr hilfreich. Du kannst dein... Mach's gut. Mach's besser. So. Okay, das ist Butch. Kronos. Bandit. Wolf. Ei. Wer bist du? Ich bin Wolf, der Rüstungsbauer. Wo kann ich denn hier einen Bogen bekommen? Da bist du bei mir genau richtig. Für gutes Erz bekommst du gute Ware. Ich suche eine bessere Rüstung. Ich kann dir keine verkaufen. Laris reißt mir den Kopf ab.
Ich möchte den richtigen Umgang mit dem Bogen lernen. Kann ich dir beibringen? Das ist aber keine Gefahr. Oh. Handelst du noch mit was anderem? Ich kaufe Felle und Häute von den Jägern. Wie komme ich an Felle und Häute? Auf dem Weg zum neuen Lager findest du Eidan. Er kann dir beibringen, wie du Tieren das Fell abziehst. Redford und Drax treiben sich nördlich vom alten Lager rum. Auf dem Weg zum Austauschplatz. Nachts treffen sie sich allerdings wohl alle bei Eidan. Willst du die Jäger also auf einen Schlag? Okay. Zeig mir deine... Den Mist lasse ich mir nicht andrehen. So. Ich bin da unten und Aida. Wow. Ist auch irgendwo da. Blade. Na, alles klar? Wenn es was Wichtiges ist, rede mit Lee. Ansonsten lass mich in Ruhe. Oh. Söldner hey, Marvin. Ein neues Gesicht. Wer bist du? Ich bin Gorm, Söldner der Magier. Was muss ich tun, um im neuen Lager aufgenommen zu werden? Bevor dich Lee aufnimmt, musst du lernen, besser zu kämpfen. Egal mit welcher Waffe, aber du musst gut sein. Außerdem musst du viel Erfahrung haben mit dem Leben hier und allem. Wenn du keine Lust hast, in die anderen Lager zu gehen, solltest du dich den Banditen anschließen, bevor du als Söldner anfängst. Was machst du als Söldner der Magier? Lee hat mit den Magiern eine Abmachung getroffen. Er heuert die besten Kämpfer an, die in der Kolonie zu finden sind, also uns. Wir sorgen dafür, dass die Schürfer ungestört Erz abbauen können und halten den Magiern den Rücken frei. Die Magier kümmern sich darum, dass wir hier rauskommen. Und einen kleinen Teil des Erzes bekommen wir als Sold. Kann ich hier irgendwo pennen, ohne dass ich vorher jemand aus einer Hütte prügeln muss? Ich fürchte nicht. Aber wenn du das wirklich vorhast, geh zu Shrike. Er hat sich die Hütte ganz vorne am Höhleneingang geschnappt. Sie stand leer. Aber eigentlich gehörte sie uns. Uns? Den Söldnern eben. Söldner und Banditen leben hier getrennt. Und normalerweise hat keiner aus Laris Bande was auf dieser Seite des großen Loches zu suchen. Im Grunde ist es völlig egal. Aber er hat niemanden gefragt. Und man kann den Banditen nicht alles durchgehen lassen, sonst werden sie aufmüpfig. Oha. Bis später. Wer bist du denn? Ich kenne dich nicht. Das ist kein Wunder, ich bin auch erst seit kurzem da. Was machst du hier? Ich handle mit den verschiedensten Sachen. Vor allem seltene und ausgefallene Dinge. Ich suche Arbeit. Hm. Ja, warum nicht? Hilfe könnte ich wohl gebrauchen. Also, was ist zu tun? Unsere Nahrungsvorräte sind knapp. Vor allem unsere Fleischvorräte gehen zur Neige. Wenn du also Fleisch besorgen kannst, dann wäre uns geholfen. Wie sieht's aus? Hilfst du uns? Kein Problem. Ich besorge euch Fleisch. Mit 2 Dutzend Fleisch könnte ich schon einige hungrige Mäuler stopfen. Komm wieder, wenn du das Fleisch hast. Ich muss nun weiterarbeiten. Lass mich mal durch. Was hast du anzubieten? Oha. Frag mich, das will ich mal eben ausprobieren. Was hast du anzubieten? Was passiert, wenn man ein Buch kauft, Jagd und Beute? Lass mich mal durch. Oh. Okay, aber die Bücher sollte ich mir später kaufen. Hey du.
Wie sieht's aus? Verpiss dich! Na, okay. Gucken wir hier oben. Söldner, Söldner. Torloff. Was kannst du mir über diese Sage erzählen? Stellst dir wie auf einem Piratenschiff vor, Junge. Solange ab und zu ein fetter Fischzug gegen Dommes drin ist, sind die Banditen zufrieden. Wenn sie kein Erz mehr haben, um sich in der Kneipe vorlaufen zu lassen, gibt's eine Menge Schlägereien. Ich will bei euch mitmachen. Bevor du nicht einiges auf dem Kasten hast, wird Lee dich nicht nehmen, das sage ich dir gleich. Und bis du besser bist, solltest du dich mit Varus und seinen Jungs gut stellen, wenn du einen Tipp willst. Klau was Wichtiges aus dem alten Lager oder der alten Mine. Wenn die Jungs hier merken, dass du gegen Gomez bist, hast du hier keine Probleme mehr. Und wie stelle ich das an? Du musst ihr Vertrauen gewinnen und dann haust du sie übers Ohr. Was kannst du mir über diese Sage erzählen? Stellst dir wie auf einem Piratenschiff. Oh. Wer bist du? Ich bin Torloff. Hab als Maat auf einem der königlichen Kriegsschiffe bei einer Meuterei mitgemacht. Kam nicht so gut an. Der größte Teil der Mannschaft war auf der Seite des Kapitäns. Seitdem bin ich hier. Okay. Dann gucken wir mal hier oben. Du weißt, wo du hier hinkommst? Wohin? Hier geht es zu Lee, unserem Anführer. Was muss ich machen, damit er mich zu Lee lässt? Gar nichts. Das hier ist nicht das alte Lager und Lee ist nicht Gomez. Er braucht keine Armee von Schergen, hinter denen er sich verstecken kann. Er kann sich selber verteidigen. Wir sind nur hier, falls er uns braucht. Abwarten. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Okay. Dann sprech doch mal. Was willst du? Siehst du nicht, dass ich... Alles ruhig? Ruhig schon. Aber? Mir hängt der Magen in den Kniekehlen, Mann. Vielleicht kann ich dir etwas geben. Komm hier aber bloß nicht mit einem trockenen Brot oder irgendeinem rohen Fleischstreck, klar? Da bist du ja. Also was ist jetzt? Hast du was zu essen für mich? Ein Stück Fleisch? Klar. Her damit! Mehr habe ich nicht. Und das soll ich dir glauben? Na gut. Nice. Hey du. Du bist der Chef der Söldner, richtig? Das ist richtig, mein Junge. Was sind die Aufgaben eines Söldners der Magier? Ganz einfach. Beschütze das Erz, beschütze die Magier. Manchmal haben die Magier aber auch eine besondere Aufgabe für einen von uns. Ich will bei euch mitmachen. Du hast Nerven. Denkst du, ich nehme direkt jeden, der hier reinkommt? Erst wenn du einige Zeit hier im Lager bist, kannst du einer von uns werden. Ich werde dich beobachten. Okay. So, was sagen denn die Magier? Was? Warum störst du mich? Alles klar bei dir? Siehst du nicht, dass ich gerade arbeite? Ich wollte dich nicht stören. Das hast du bereits. Also, was willst du? Gibt es Aufgaben, die ich erledigen kann? Hier in der Gegend streift seit kurzer Zeit ein dunkler Wolf herum. Spüre ihn auf und erlege ihn. Okay. Ich muss gehen. Dann? Hey du! Da hast du noch mal Glück gehabt. Wer bist du? Ich bin Nefarius, Magier vom Kreis des Wassers. Ich will ein Magier vom Kreis des Wassers werden. Nicht so schnell, mein Junge. Bevor wir einen jungen Mann in unsere Reihen aufnehmen, muss er etwas Großes vollbracht haben. Und er muss uns eine Zeit lang gedient haben. Wenn es dir wirklich ernst ist, solltest du zu unseren Söldnern gehen. Dort kannst du uns dienen. Und vielleicht erhältst du eines Tages die Chance, etwas Großes zu vollbringen.
Erzähl mir über Adanos. Adanos ist der Gott der Mitte. Er ist die Waagschale der Gerechtigkeit, der Hüter des Gleichgewichts zwischen Innos und Belia. Er gebietet über die Kraft der Veränderung. Sein Geschenk ist das Wasser in allen Meeren, Flüssen und Seen. Seine Priester sind die Magier des Wassers, so wie auch ich ein Diener und Priester von Adanos bin. Wo finde ich Satoras? Geh durch das große runde Tor. Dort wirst du ihn finden. Erzähl mir über Adanos. Adanos. Bin ich bereit für den Kreis des Wassers? Werde einer unserer Söhne. Ich grüße dich, Magier. Ich bin Riordian, der Alchemist. Du willst bestimmt einen Trank. Zeig mir deine Ware. Okay. Das war nix. Der hat nichts Schönes. Halt! Niemand darf ohne Parole passieren. Ah. Was kann ich für dich tun? Wer bist du? Ich bin Myxia. Meine Aufgabe ist das Herstellen von Runensteinen, die wir benutzen, um unsere Magie zu wirken. Erzähl mir was über Runensteine. Runensteine bestehen aus magischem Erz und werden mit dem Mana ihres Anwenders aufgeladen. Zusammen mit den Kreisen bilden diese Steine die Grundlage unserer Magie. Unterweise mich. Ich gebe mein Wissen nicht an Lagerfremde weiter. Bevor du dich nicht im neuen Lager angeschlossen hast. Okay. Ich muss weiter. Adanos. So. Hey du. Ich verschwinde. So, dann kicken wir mal. Hops. Ein Schattenläufer? Dieser Schwächling? Im Leben nicht. Vermutlich nur eine Fleischwanze. Wenn du weißt, man muss eben aus. Wie sieht's aus? Alles bestens. Ich ruhe mich nur kurz aus. Kannst du mir ein paar Takte zur Erzförderung erzählen? Kopfarbeit, Junge. Reine Kopfsache. Versuch nicht, den Fels zu bezwingen. Er ist härter als du. Mach dich von allem frei und versuche, eins zu werden mit dem Fels. Dann ist es wie ein Gebet, eine Meditation. Warum sollte er das tun? Er würde es sich ganz bestimmt mit ihr verscherzen. Das wagt er nicht. Das ist ein Feigling. Oh Gott. Dann gucken wir mal hier hinten. Warum sind hier so viele Lagerfeuer? Okay.
Oh, da ist der Lurker. Oh. Okay. Das war nicht gut. Den lassen wir dann erstmal. Der hat ja mal richtig reingehauen. So. Dann würde ich gucken, dass ich vielleicht die Jäger finde und mich da ein bisschen verbesser. Und ich wollte mal eben gucken, Moment. Gothic 1 Kampfsystem. Gucken, ob es dafür Mod gibt. Okay. Eher weniger. Schade. Ups. Oh, die haben die Seiten gewechselt. Interessant. Reden wir doch mal mit dem Reislot. Hey du, neu hier, was? Auf den Reisfeldern brauchen wir noch jemanden, der den Bauern Wasser bringt. Da kannst du dir direkt ein paar Freunde machen. Was denkst du? Klar, ich helfe gern. Gut, geh zum Reislot. Er gibt dir das Wasser und erzählt dir alles andere. Du kümmerst dich um die Reisfelder, richtig? Warum? Suchst du Arbeit? Lefty schickt mich. Ach so, was hat er gesagt? Ich soll den Bauern Wasser bringen. Gut, hier sind ein Dutzend Flaschen Wasser. Es gibt etwa doppelt so viele Bauern, also verteilt sie gleichmäßig. Wir könnten handeln. Was hast du denn zu bieten? Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Hey du. Lefty schickt mich. Ich hab Wasser für dich. Danke, Junge. Was machst du hier?
Willst du Ärger haben? Entspann dich. Ich bin neu hier. Siehst mir ganz in Ordnung aus. Hier weiß man nie. Da kommt jeden Tag ein neuer Mistkerl, der es wissen will. Lefty schickt mich. Ich hab Wasser für dich. Danke, Mann. Ich war schon kurz davor, den Schlamm zu saufen. Was macht ein Kerl wie du bei den Bauern? Das hat Lee mich auch gefragt. Aber ich kämpfe nicht mehr. Außer um mich zu verteidigen. Was ist passiert? Es war ein einfacher Streit in einer Kneipe. Ich wollte den Mann nicht töten. Aber ich habe zu stark zugeschlagen. Ich habe damals als Schmied gearbeitet. Ich konnte meine Kraft nicht kontrollieren. Kannst du mir beibringen, auch so stark zuzuschlagen? Selbst wenn. Zu was würde jemand wie du seine Stärke einsetzen? Gute Frage. Ich werde drüber nachdenken. Warum bist du ausgerechnet in dieses Lager gegangen? Das will ich dir sagen. Die einzig andere Wahl wären die Sektenspinner gewesen. Aber ich habe keine Lust, mir von den Gurus den Kopf waschen zu lassen. Im alten Lager hätte ich keine Ruhe vor den Gardisten gehabt. Aber die Söldner und Banditen haben Respekt. Sie fürchten dich. Kann schon sein. Immerhin habe ich hier meinen Frieden gefunden. Und das solltest du auch versuchen. Okay. Hey du. Lefty schickt mich. Oh Gott, dass man diese Sequenz nicht unterbrechen kann. Danke. Lefty, tack. So. Lefty schickt mich. Ich hab Wasser für dich. Danke, Mann. Ich sterbe. Ich höre nicht mehr auf das Gras. Hi, ich bin neu hier. Wollt mal fragen, was hier so läuft. Frag jemand anderen. Ich arbeite den ganzen Tag auf den Feldern und krieg nichts von dem mit, was hier läuft. Mann, wie gerne würde ich zum Reislord gehen und ihm sagen, er soll seinen Scheiß alleine machen. Wenn es dir nicht gefällt, warum arbeitest du dann hier? Es war am ersten Tag, als ich hier war. Lefty, einer der Schläger, die für den Reislord arbeiten, kam zu mir und fragte mich, ob ich mal kurz auf den Reisfeldern helfen könnte. Klar, habe ich gesagt. Ich war neu und wollte mich nützlich machen. Als ich mich am nächsten Tag von der Arbeit ausruhte, steht der Typ schon wieder vor mir. Du willst doch nicht deine Kollegen ganz alleine schuften lassen, hat er gesagt. Ich habe ihm erklärt, dass ich kaputt bin vom Tag vorher. Dass ich mich ausruhen muss und so. Aber er hat mir nicht zugehört. Er hat mich am Kragen gepackt und auf die Felder geschleift. Seit dem Tag stand er jeden Morgen vor meiner Tür. Irgendwann bin ich dann von alleine gekommen. Ich wollte keinen Ärger mit den Typen. Das sind richtige Halsabschneider, mit denen legst du dich besser nicht an. Wer ist der Reislord? Er war einer der ersten hier. Hat das Lager mitgegründet und die Reisfelder angelegt. Heute steht er nur noch vor seinem Lagerhaus und streckt seine Wampe raus, der alte Fettsack. Er oh. Lefty schickt mich. Ich hab Wasser für dich. Danke. Lefty schicken. Danke. So.
Hey du. Lefty schickt mich. Ich hab Wasser für dich. Danke, Junge. Hi, ich bin neu hier. Schön, mal wieder ein neues Gesicht zu sehen. Du bist schon lange in der Kolonie, hm? Stimmt genau, Junge. Ich war einer der Ersten. Dann weißt du bestimmt eine Menge über all das hier. Tja, wie man's nimmt. Die meiste Zeit verbringe ich hier beim Reispflücken. Nur dadurch bin ich so alt geworden. Wir bekommen etwas Reis ab und vielleicht mal Schnaps. Nicht viel, aber es reicht. Weshalb bist du hier? Die Steuern, mein Junge, die Steuern. Meine Scheune war so leer wie mein Bauch. Da konnte ich nicht mehr zahlen. Irgendwann kamen die Soldaten und brachten mich her. Aber hier ist es nicht schlechter als draußen. Ich werde wenigstens nicht vor Hunger sterben. Hab immer meine Steuern gezahlt. Jahrelang. Aber das hat dem Hurensohn mit der Krone nicht gereicht. Okay. Lefty schickt mich. Ich hab Wasser für dich. Hey du. Danke, Mann. Ups. So. Wir könnten Hand. Was hast? Hey du, gut gemacht. Du bist ja. Ich denke, das ist genau die richtige Aufgabe für dich. Du wirst das ab jetzt jeden Tag. Hey du. Du kannst dein Wasser ab jetzt. Ach, hast du. Ich glaube, ich muss dich noch. Tu das nie. Okay. Das machen wir wann anders. Ja, und der Counter ist eher, wie viele Kämpfe habe ich schon verloren. Man darf auch nicht alles glauben, was man hört. So. Torwache, Torwache. Wo war Aiden? Dann war das hier drüben. So. Ich will lernen, was will. Stacheln ziehen, Flügel nach Heulen, Krallen ziehen, Fell abziehen. So, ich brauche auf jeden Fall, dass man Fleisch ernten kann.
Oh, was ist das denn? Wegelagerer, willst du mich verarschen? Früher wäre das ganz anders gelaufen. Oh oh. Okay, lassen wir die erstmal. Jo, was ist das hier? Leichte Armbrust, Verwandlung zum Wolf und ein Lederbeutel. Oh mein Gott. Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist das da oben auf dem Dach? Kugelblitz. Okay, das hat nicht geklappt. So, wo ist Rafford und Drax? Oh, vielleicht kriegen wir auch hier von Cavalor oder wie auch immer der heißt, etwas raus. Oh Gott.
Kannst du mir was über die Jagd? Kommt drauf. Ja. Dieses Kampfsystem. Alter. Ich wollte mal eben was rausgucken suchen. So, weil ich hatte irgendwo was gesehen. System Pack Ini. Safe enabled.
Press linke Maustaste oder Control for any actions. Instead of... Okay, das war's doch nicht. Ups. Definitive Edition. Classic One Definitive Edition.
Schade. So, dann spiele ich das Spiel, starte ich das Spiel nochmal neu. Mehr. Okay. Hey du. Zeig mir dein. Kein Interesse. Kein Interesse. Kein Interesse. Okay. Wo sind die Snapper hin? So. Oh, da. Okay. Und wieder weg. Rufford und Dexter. Mal gucken, was die so verkaufen und vor allem das Wichtigste, ich will bei denen lernen. Was kannst du? Eine ganze, wenn du weißt, wie zumindest wir. Wie kann ich den Viechern das Fleisch abnehmen? Ganz einfach. Du musst zwischen Fleisch und Sehne schneiden. Wichtig ist aber.
12 geschickt. Oh. Was kannst du mir noch? Ne Gans, wenn du zu mir. Fälle abziehen. Wie kann ich den. Erst will ich. Wie kann ich Moritz das fettern? Oh. Du musst. Okay. So. Das war doch schon vorher klar. Geschichte muss wohl doch was dran sein. Dann sprechen wir noch mal mit Torus. Wegen Mordrak. Ich höre. Der Typ wird sich hier nie wieder blicken lassen. Lieber wäre mir gewesen, du hättest ihn umgelegt. Du beklaust mich? Ich glaube es nicht. Oh oh. Ich habe mich schon raus. Richtig an dich gewöhnt. Wir werden sicher eine Menge Spaß miteinander haben, nicht wahr? Ja, halt einfach ab. Wo schläfst du eigentlich? Du kannst gerne zu mir kommen. Okay. Pennen wir hier. Ist das alles? Ist das alles? Ist das alles? Noch einmal. Und du bist tot. Trainierst du schon? Du bist schon tot, du weißt es nur noch nicht. Ist das alles?
alles. Ah. Noch einmal und du bist tot. Ja. Du bist schon tot, du weißt es nur noch nicht. Das Spiel ist abgestürzt. Wow. Oh, ist das nervig. Dann versuchen wir das so. So, tauschen. Zeig mir deine Ware. Kein Interesse. Kein Interesse. Kein Interesse. So. Tastatur.
So. Hey du. So. Ne. Fleisch entnehmen. Wie kann ich den Felle abziehen? Mal Radfett. So, dann zurück ins Lager. Schießen ist wohl nicht das Wahre. Gothic 1 only with mouse attack.
Warte da. So, Moment, Tastatur. So. Okay. Testen wir das nochmal. Gibt es hier noch irgendwelche Einstellungen? Nö. Aber wie sieht's aus so? Thank you.
Okay. Das hat nicht funktioniert. Ah, ich wüsste, was ich noch einmal testen kann. Einfach mal, um zu sehen, in welcher Einstellung denn die Einstellungen gesichert werden. Ich starte jetzt einfach mal das normale Gothic und teste da einmal. Gut.
So. Gothic 1 mit Gothic 2 Kampfsystem. Nichts gefunden. Ups. Okay. Da ist noch ein Wolf.
Huiuiui. Gott sei Dank. Was? Okay. So, wir sind... Helfen die mir? Ah, noch einmal und du kannst was erleben. Okay. Whistler. Gut. Okay. Und wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Wahrscheinlich hast du recht. Hey, du, Mordrak war einer meiner wichtigsten Lieferanten. Wenn du hier im Lager aufgenommen werden willst, entspann dich. Die Sache lässt sich sicher wieder gerade biegen, oder? Ich wüsste nicht, wie du das wieder gut machen kannst. Es sei denn, du schaffst mir einen neuen Hehler aus dem neuen Lager ran. Wie soll ich so jemanden finden? Ich sagte ja, ich glaube kaum, dass du bei mir nochmal gute Karten hast. Zeig mir deine... Ich dachte, das wäre schon lange. Alles genau wie die... Okay. Hast du eine Rüstung? Nun, ich bin sie.
Hey du. Ich muss. Wir sehen. Ich halte mich da lieber raus. Zeig mir da. Ich habe hier. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Es kommt nur auf die Kraft an, also komm mir nicht so. Das hätte ich dir vorher sagen können. Schon sein, aber wen interessiert das? Aufpassen, dass man Roman sieht. Wird sich das hier noch mehr ärgern? Okay, das hat geklappt. Ich glaube kaum, dass ich daran was ändere. Die richtige Entscheidung. Man weiß gar nicht, wie sich das so erlauben kann. Aussieht, beherrschst du dein Handwerk? Bisher hat sich noch niemand beschwert. Aber das will ich auch keinem raten. Jeder Pisser hier braucht ein Schwert. Und das kriegen sie von mir. Wie lange brauchst du für eine Klinge? Kommt drauf an. Ein einfaches Schwert mache ich dir schneller, als deine müden Augen zuschauen können. Vorausgesetzt, du motivierst mich mit einer entsprechenden Bezahlung. So ein Spinner wie der Whistler muss aber meistens länger auf sein Schmuckstück warten. Wieso? Bezahlt er nicht gut? Doch, ganz im Gegenteil. Für sein letztes Schwert hat er 150 Erz locker gemacht. Irgendwie hat der Typ ein Faible für Ornamente und so ein Weiberkram. Und das hat natürlich seinen Preis. Hey, du bist ganz schön neugierig, Freundchen. Na, das geht dich. Vielleicht habe ich ein... Ach ja? Ich überleg's mir. Komm wieder, wenn... Ah, okay. Ich würde mich selbst gerne mal in deiner Schmiede versuchen. So, so. Aber glaub nur nicht, dass du tolle Klingen herstellen kannst. Allerdings brauchst du dafür ein paar Sachen. Wahrscheinlich hast du einen. Ich möchte Ding... 150 brauche ich. Den Mist lasse ich mir nicht andrehen. Den Mist lasse ich mir nicht andrehen. Den Mist lasse ich mir nicht andrehen. Ich habe was anderes gehört. Man muss eben aufpassen, was man so benutzt. Ich weiß gar nicht mehr, wenn man glauben kann. Ich höre nicht mehr auf das Gefahr. Okay, also suchen wir uns ein paar Sachen. Kann schon sein, aber wen interessiert das? Geil. Hallo. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Du bist neu hier, oder? Vor kurzem angekommen. Hast du dir schon überlegt, welchem Lager du dich anschließen willst? Nein. Was würdest du mir raten? Kommt drauf an. Jedes Lager hat seine Vorteile, denke ich. Bis du dir es überlegt hast, kannst du hier wohnen. Ist gerade eine Hütte frei geworden. Welche von den Hütten kann ich für mich nehmen? Die Hütte da oben, mit dem kleinen Vordach, ist frei. Okay. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann.
Hey, du. Wer? Ich? Du weißt genau, mit wem ich rede, Bürschchen. Ich will dir mal was sagen. Aber neue Typen wie du bedeuten immer Ärger. Also, warum sorgst du nicht dafür, dass ich dich hier, wenn ich dich in einer der anderen Hütten erb... Oh, nice. Okay, dann machen wir bis zum Abend. Hey du. Trainierst du? Schon. Ich will wetten. Kirgo tritt gegen Kalm an. Damit kämpft das Alte gegen das neue Lager. Ich hoffe ja, dass Kalm ordentlich was aufs Maul bekommt. Hier hast du meinen Einsatz. Und auf wen willst du setzen? Ich setze auf Karim. Auf Karim also. Er kann zwar kämpfen. Wie läuft? Es wird so lang. Wer den anderen? Es wird gekämpft. Okay, sollte er jetzt gleich irgendwie losgehen. Hey du. Willst du dich ne? Was machst du hier? Ich? Ich kämpfe für den Ruhm des Schläfers. Du kämpfst in der Arena? Ich wurde von meinen Meistern aus dem Sumpf hierher geschickt, um für den Schläfer zu kämpfen. Zu seiner höheren Ehre kämpfe ich. Auf dass alle Ungläubigen sehen, wie stark ich dank seiner Macht geworden bin. Was ist der Schläfer? Bei uns im Lager findest du Priester, die dir diese Frage besser beantworten können als ich. Ich will dir nur so viel sagen. Der Schläfer ist unser Erlöser. Er hat uns an die... Du meinst, ihr wartet darauf? Ja, und das Warten wird bald ein Ende haben. Die Vorbereitungen für eine große Anrufung laufen schon. Was ist das für eine große Anrufung, die ihr plant? Unsere Propheten sagen, die gemeinsame Anrufung des Schläfers sei der Schlüssel zur Freiheit für uns alle. Wenn du mehr darüber erfahren willst, begib dich zu uns ins Lager. Kannst du mir den Weg zu eurem Lager beschreiben? Hier im alten Lager sind immer einige Novizen, die Neuankömmlinge wie dich in unser Lager begleiten. Du musst sie nur ansprechen. Geh zur Seite! Okay, Kirk. Es gibt da ein paar Leute, die versuchen ständig mich zu verprügeln. Fiese Typen. Ich bin neu hier. Wer bist du? Ich bin Karin. Ich werde Ihnen beim nächsten Mal gleich sagen, du bist wohl wirklich dass gerade erst reingeworfen. Zu tun kriegen.
Sonst hättest du schon von mir gehört. Ich bin der beste Kämpfer, den dieses dreckige Lager je gesehen hat. Nice. Können wir die verkaufen? Hey du. Wie steht's mit meinem Ansehen? Ich hab mal mit einem... Und? Und er war sehr gespannt, ob du Karim... Whistler hat mir von der Sache mit Fisk erzählt. Also, Sly hat mir erzählt, du hast... Zu Fingers habe ich dich ja schon geschickt. Mit Dexter muss ich noch einen ernst... Aber es... Bei der Mordrak-Sache hast du einen ganz... Halt dich ran. Mach's gut. Ups. Wegen, ich höre. Lieber, wer... Okay. Deine Haut will ich trotzdem nicht stecken. Ich glaube kaum, aber bei anderen Ländern muss nicht gleich jeder wissen. Hey du. Hey du. Was denn jetzt schon? Es ist eine neue mit nur 10. Jesse schickt mich. Ich will seine 10 Erzwecke. Du solltest lieb. Vergiss Jesse. Er ist ein Verlierer. Nein, ich werde für ihn zahlen. Hier, nimm die 10 Erz. Wie du willst. Wir sehen uns. Was für ein nerviger Typ. Hey du. Okay. Ich habe... Ja? Genau, einer. Okay. Dann...
alles. Aua. Noch einmal und du bist tot. Oh. Du bist schon tot, du weißt es nur noch nicht. Ach, die müssen ja 5 Punkte kriegen. Da. Hauer. Da. Hauer. Hauer. Da. Da. Hauer. Da. Hauer. Da. Hauer. Da. Noch einmal und du bist tot. Du bist schon tot, du weißt es nur noch nicht. Raus hier! Ist das alles? Hauer! 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 Ist das alles? Hauer! 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 Doch Hauer! Hm. Und du bist tot! Und damit habe ich 50 verloren. Du bist tot. Du bist schon tot, du weißt es nur noch nicht. Kann ich mir die Sachen da wieder rausholen? Du bist schon tot, du weißt es nur noch nicht. Höhö. Dann würde ich jetzt noch mal zum neuen Lager laufen. Also erst schlafen und dann neues Lager. Was man rumhält. Immer wieder dieselbe Leier. War nicht besonders schlau.
Das macht richtig Spaß mit dir. Schön, dass du mich mitnimmst. Das können wir öfter mal machen. Und heute ist ja auch noch viel Zeit. Okay, kann ich hier jetzt Erdschürz schürfen oder was? Oh Gott.
So, dann wollen wir eigentlich mal zu Marvin zurückkehren. Hier war ja nichts mehr, ne. Oh. Oh oh. Das Ding kriege ich nie auf. So, wer ist denn das? Was zum Teufel machst du hier? Warum denn? Okay, lassen wir die erstmal.
So. Essenz der Heilung. Oh. Das sind doch alles nur Gerüchte. Hey du, ich habe dir doch gesagt, ich mag es nicht, wenn man mir sagt... Ganz ruhig. Alles ruhig. War ein guter Kampf. Tu das nie wieder. Okay, dann weichen wir dem aus. Gucken wir jetzt mal nach Marvin. Ich habe hier was für dich. Das ist schon nicht schlecht, aber ich brauche noch mehr. Was hast du anzubieten? Lass mal. Mit dem Kram kann ich nichts anfangen. Naja, gut, also es kann schon sein. Man muss eben aufpassen. Lass mal. Mit dem Kram kann ich nichts anfangen. Lass mich mal durch. Bis später. Lass mich. Ich kann das nicht mehr hören. So. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist eben so. Wenn sich das jemals an der Geschichte was anderes nachfällt. Dann gehen wir mal zu dem da hinten. Wo soll's denn hingehen? Ich will zu Laris. Laris ist hier. Aber ohne guten Grund wirst du ihn nicht stören. Lass uns lieber über was anderes reden. Mordrak schickt mich. Mordrak ist schon lange nicht mehr hier. Er ist vielleicht schon längst zum alten Lager übergelaufen. Ich bin mit ihm hier hingekommen. Mordrak ist wieder hier. Wenn du ihn siehst, sag ihm, Laris will ihn sehen. Mordrak hat mir etwas für Laris gegeben. Was? Einen Ring. Bestimmt ein kostbares Stück. Gut, du kannst. Also komm hier nicht zu. Ich will mich eurer Bande anschließen. So. Was hast du denn vorzuweisen?
Mordrak schickt mich. Er hat mir einen Ring für dich gegeben. Ein wertvolles Stück. Es ist bei uns üblich, einen Teil der Beute mit dem Anführer zu teilen. Aber dass er dir den Ring gegeben hat, zeigt, dass er alles von dir hält. Ich will, dass du zu ihm gehst und ihm etwas ausrichtest. Sag ihm, ich will jemanden im Sektenlager haben. Die Bruderschaft plant irgendwas Großes. Ich will genau wissen, was da abläuft. Okay. Reicht das, um bei euch aufgenommen zu werden? Mordrak hat sie. Halt dich ran! Was kann ich noch machen? Baal Isidro aus dem Sektenlager hat Kraut im Wert von mindestens 400 Erz bei sich. Ich will, dass du es ihm ablegst. Egal wie. Wenn du das Kraut hast, verkauf es. Die 400 Erz bringst du zu mir. Dann unterhalten wir uns nochmal darüber, ob du in die Bande aufgenommen wirst. Oh Gott, oh Gott. Mach's gut. Mach's besser. Fisk aus dem alten Lager ist auf der Suche nach einem neuen Handelspartner. Und warum erzählst du mir das? Ich dachte, du hättest vielleicht Lust, ein bisschen Erz zu verdienen. Warum nicht? Sag Fisk, er kann in den nächsten Tagen mit mir rechnen. Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Was soll ich mit dem Ramsch? Ich verschwinde. So. Der soll mir nicht zwar doch klar sein, dass das Ärger gibt. Erstmal abwarten. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekauft wird. Wo willst du denn? Na, Dara? Vergiss es. Was hältst du? Wie viel Erz? Ist doch nichts Neues. Ich habe 10 Erz. 10 Erz? Und just in dem Moment stolpert er über eine Wurzel. Ich habe mich platt gelacht. Sein Gesicht voller Kram. Was ein Arsch. Laufen wir da mal rechts hoch. Wer bist du? Du hast bestimmt schon von mir gehört. Ich bin Kord, der beste Schwertkämpfer in der Barriere. Ich will Söldner werden. Kannst du denn mit einer Waffe umgehen? Naja. Was dir noch an Wissen fehlt? Wo liegt der Vorteil von Einhand- oder Zweihandwaffen? Eine gute Frage. Ich sehe, du hast dich schon mit dem Thema auseinandergesetzt. Einhänder sind schneller, aber etwas schwächer. Zweihänder richten mehr Schaden an. Außerdem ist mehr Stärke erforderlich, um einen Zweihänder zu führen. Das bedeutet zusätzliches Training. Nur wenn du bereit bist, viel zu investieren, hast du eine Chance, richtig gut zu werden. Bring mir bei... Natürlich. Mach's gut. Mach's bitte. Immer noch Anfänger.
Oh Gott. So, dann nochmal. Verdammt.
Verdammt. Ah, Besuch. Mach uns keinen Ärger, sonst bekommst du welchen. Okay. Ich will mich hier nur mal umsehen. Dann pass auf, dass du niemanden auf die Füße trittst. Ich will in die Mine. Ich glaube kaum, dass dir das gelingen wird. Ich gehe dann. Ich hoffe... Hatten wir nicht irgendwie den Bogen von dem? Ja. Söldner. Söldner. Oh. Hey, du. Gaba. Hey, wie geht's? Was denkst du denn? Ich stehe den ganzen Tag in der Schmiede und bearbeite Schwerter. Egal ob Söldner, Banditen oder Schürfer. Jeder hier braucht eine Waffe und die bekommen sie von mir. Was für Waffen hast du denn da? Vergiss es. Ich habe keine Zeit für sowas. Wenn du Waffen suchst, sprich mit Chaki und... Bring mir bei, wie man ein Schwert schmiedet. Kostet dich aber eine Kleinigkeit. Mach's gut. Mach's besser. Warum fummelst du auch an Sachen rum, die dir nicht gehören? Ey. Gut gemacht. Versuch. Ah, Besuch. Hey, du. Mask. Söldner. Schürfer, Schürfer. Schürfer, Söldner. Söldner. Oakley. Hey, du! Hi. Du gehörst nicht zu meinen Jungs. Was machst du hier? Ich sehe mich hier nur mal um. Dann pass bloß auf, dass du hier im Kessel keinen Mist baust. Sonst bist du schneller im. Wer bist du? Ich bin Okel. Ich hab das Kommando über den Kessel. Ich wollte nur mal in die Mine. Ach so, du wolltest nur mal kurz in die Mine. Ich glaube, du weißt nicht, wie das hier läuft. Keiner kommt in die Mine und schreibt dir das hinter die Ohren. Wer ohne meine Erlaubnis die Mine oder das Torhaus betritt, ist ein toter Mann. Okay. Krieg ich die Erlaubnis? Ich kenne dich nicht einmal. Wieso sollte ich dir erlauben, in die Mine zu gehen? Jetzt verschwinde. Ich hab zu tun.
Oh fuck. Krampf im Kiefer. Ich glaube, dieser Bogen gehört dir. Mein Bogen? Wo hast du ihn gefunden? In einem dunklen Loch voller Ratten. Jedenfalls danke. Ich schulde dir was. Krieg ich die Erlaubnis? Nun gut. Mir soll's egal sein. Immerhin hast du mir meinen Bogen wiedergebracht. Nice. Söldner. Ah. Oh Gott. Ja, okay, also nochmal von vorne. Hey du! Okay. Safety first speichern. Du läufst hier rum, als würdest du etwas suchen. Tatsächlich? Stimmt vielleicht. Wieso? Wunderbar. Frag mich. Ich kann dir vielleicht weiterhelfen. Woran hast du dabei gedacht? Was brauchst du denn? Wie wär's mit einem guten Schwert, einer starken Rüstung oder dem Zugang zur Mine? Ach was, das ist doch alles noch viel zu schlapp. Ich hab dir was anzubieten. Da werden dir die Augen übergehen. Ich kann dir eine Waffe besorgen, mit der du jeden Gegner besiegst. Das Einzige, was du tun musst, um sie zu bekommen, ist mir einen kleinen Gefallen zu erweisen. Und sie gehört dir. Was sagst du? Was müsste ich denn dafür tun? Ganz einfach. Bring mir 5 Äpfel, 2 Flaschen Reisschnaps, 5 Flaschen Bier, 3 Laibe Brot, 2 Käsestücke und 2 Weintraubenreben und wir kommen ins Geschäft. Glaub mir, du wirst es nicht bereuen. Wie ich schon sagte, wirklich jeden Gegner machst du damit platt. Na gut, ich werde sehen, was ich tun kann. Sehr schön. Aber beeil dich, vergiss es nicht. 5 Äpfel, 2 Flaschen Reisschnaps, 5 Flaschen Bier, 3 Laibe Brot, 2 Käsestücke und 2 Weintraubenreben, klar? Klar. Das hört sich an wie ein Sandwich. Hey du! So, dann gucken wir doch mal unten. Schürfer, Schürfer, Bandit. Hey du. Sweeney? Wer bist du? Ich bin der beste Bergbauer, den diese verdammte Kolonie jemals gesehen hat, mein Junge. Ich passe auf, dass nicht die Hälfte unserer Jungs von Steinen erschlagen werden, weil sie zu dumm sind, an der richtigen Stelle zu schürfen. Ich will bei euch als Schürfer mitmachen. So? Denk bloß nicht, du kannst hier viel erwarten.
Jeden Tag gibt's drei. Du weißt, warum wir das hier machen? Wir machen die Arbeit, damit alle hier eines Tages wieder rausspazieren können. Das heißt, alles Erz wird abgegeben und kommt auf den großen Haufen. Und einmal im Monat kriegt jeder, der hier hart gearbeitet hat, 50 Brocken Erz zum Versaufen. Das waren auch schon die wichtigsten Sachen, die du wissen musst. Kennst du dich wenigstens mit der Arbeit aus? Ja. Gut, dann weißt du ja, worauf du zu achten hast. Oh. Hier ist Schutzkleidung. Eine Spitzhacke musst du dir suchen. Viel Spaß! Wie viel Erz habt ihr schon gesammelt? Die Magier sagen, viel brauchen wir nicht mehr. Geh ins neue Lager und sieh dir den Haufen an. Hey du. Nice. Ich will mich hier nur... Dann lass deine Finger bei... Ich hoffe... Okay. Kommen wir mal in die Mine. Oh, da ist ein Crawler, den will ich nicht. So, wo geht's denn hier lang? Falsche Richtung. Oh ja, falsche Richtung. Okay. Oha.
Squeeze. Bei dir kann ich tauschen? Ich habe nur ein paar Brocken Erz. Nice. So, seltener. Oh. Was macht die Arbeit? Dieser Fels ist verdammt hartnäckig. Fast so, als würde er sich dagegen wehren. Kann ich dir helfen? Ich suche Arbeit. Ich hab zwar nichts für dich zu tun, aber du kannst mir und den Jungs was zu trinken bringen. Hol mir eine Flasche Wein. Hier hast du deinen Wein. Nice. Ich frage besser nicht, wo du ihn... Ich danke dir jedenfalls. Kannst du mir was beibringen? Wenn du ein bisschen deine Muskeln trainieren willst. Dabei... Wir müssen alle arbeiten. Wochenlang, ohne Tageslicht. Es gibt kein Entkommen. Die einzige Freiheit ist der Tod. Okay. Entspannt. Okay, das sieht hier alles irgendwie komisch aus.
So. Aber ich glaube, mit der Hose könnten wir doch jetzt zu den Säufern gehen. Mal hier. Der Weg sah nämlich so suspicious aus. Oh, da ist nichts. Jetzt nicht lang. Wo willst du? Na, da rein. Vergiss. Ich bin Schürfer. Und ich habe Durst. Du siehst doch aus wie einer von den Dreck. Also, das passiert mir nicht nochmal. Du siehst nicht sehr glücklich aus. Bin ich auch nicht. Ich muss noch einen ganzen Berg Kraut loswerden. Du bist hier, um Waren aus dem Sektenlager zu verkaufen? Ja, aber ich kann mich einfach nicht aufraffen. Weißt du, wer hier größere Mengen abnimmt? Nein. Das passiert mir nicht. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Zeig mir, was du hast. Hier! Okay, das machen wir später. Hey, du! Laris hat eine Nachricht für dich. Lass hören. Er will wissen, was im Lager der Sekte vorgeht. Er sagt, du sollst dich darum kümmern. Ich habe so ein Gefühl, als wenn sich die Sache von alleine erledigt. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Was ist das für ein Scheiß? Das kannst du jemand anderem andrehen. Du kommst aus der freien Mine, richtig? Richtig. Wie hast du das bloß rausgefunden? Wenn du meinst.
Fisk aus dem alten Lager ist auf der Suche nach einem Handelspartner. Kein Interesse. Aber Sharky könnte sich dafür interessieren. Wenn du ihn findest, frag ihn. Okay, hab ich schon. Ist doch nichts Neues. Hey da! Verschwinde hier. Da hast du noch mal Glück gehabt. Jo. Das Ding kriege ich nie auf. Ja, man darf auch nicht alles glauben, was man hört. Es gibt auch nur noch mehr Ärger. Ich glaube ja nicht, dass alles ist. Ich könnte das Kraut für dich verkaufen. Gegen Beteiligung, versteht sich. Vergiss es. So besoffen bin ich nur noch. Hier. Trink noch einen auf meine Rechnung. Danke, Mann. Ich trinke auf dein Wohl. Okay. Füllen wir den jetzt ab, um das Kraut zu klauen? Man muss eben aufpassen, was man ich sag dir was. Du hast ein Problem. Balkagan will dafür sorgen, dass du ersetzt wirst. Was? Beim großen Schläfer. Ich muss das Zeug loswerden. Überleg's dir. Gib mir das Kraut und wir teilen den Gewinn. Oh Mann, ich muss das Zeug loswerden. Du willst mich doch nicht übers Ohr hauen, oder? Ich gebe dir mein Wort. Gut, hier ist das Zeug. Du müsstest mindestens 400 Erz dafür kriegen, also 200 für jeden. Ich bin die ganze Zeit hier. Wenn du das Erz hast, komm zurück. Weißt du, wie er größere Mengen abnimmt? Wenn ich das wüsste, wäre ich selber losgegangen. Jetzt, wo ich das Zeug los bin, fühle ich mich schon viel besser. Das sind doch alles nur. Glaubst du wirklich daran? Zeig mir deine Wie du. Okay, der nicht. Selbst ist aber nicht drauf gegangen. Mach's gut. Mach's best. Glaubst du wirklich daran aufpassen, was man rum erzählt? Okay, dann fragen wir doch mal Sharky. Man muss eben aufpassen, was man rum erzählt. Solange ich damit nichts zu tun habe, das wird sich nie ändern. Ich könnte ein. Ich halte mich dann lieber raus. Was soll ich mit dem Ramschen? Ich verschwinde. Wer ist Wedge? Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Oh. Erzähl mir nichts, ich kenne sowas. So, dann sprechen wir mal mit Marvin. Es war doch klar, dass es. Lass mich mal. Ich hab hier was für dich. Gut, du hast genug Fleisch gebracht. Das wird ver... Glaub aber ja nicht, dass du von mir jetzt irgendwas umsonst kriegst. Hast du sonst noch was für mich zu tun? Ja, für meinen derzeitigen Auftrag benötige ich die Krallen eines Snappers. Aber keine einfachen Krallen. Es muss schon was Besonderes sein. Die Krallen einer mächtigen Bestie, die viele Männer getötet hat. Oder etwas derartiges. Und was springt für mich dabei raus? Ich kann dir einen Ring der Unbezwingbarkeit besorgen. Ich werde mal sehen, was sich machen lässt. Was hast du anzubieten? Lass mal. Mit dem Kram kann ich nichts anfangen. Das hätte er noch besser wissen müssen. Okay, schade. Lass mal. Mit dem Kram kann ich nichts anfangen. Lass mich mal durch! Ich habe da mal Erfahrung. Ich habe nichts zu tun.
So. Ah, wir laufen jetzt mal zurück ins neue Lager. Zu Fisk. Was ist das denn? Für ein Vieh! Nichts wie weg! Ich hab nicht die richtige Waffe! Wir sehen uns! Was für ein Vieh! Ich hab nicht die richtige Waffe! Wir sehen uns! Nichts wie weg! Heute Abend gibt es Fleisch! Verlass dich doch besser wissen, was du bist. Das ist sinnlich. Schnell weg von hier! Ich gehe Hilfe holen. Oh Gott. Heute Abend gibt es Fleisch. Verdammt. Verdammt, was für ein... Ich hab nicht die richtige Waffe. Wir sehen uns. Nichts wie weg. Ich hab nicht die richtige Waffe. Oh, wir sehen uns. Verdammt, was für ein Vieh. Nichts wie weg. Hilfe. Geh Hilfe holen. Was für ein Vieh! Nichts wie weg! Die richtige Waffe. Ich hab nicht die richtige Waffe! Wir sehen uns! Was für ein Vieh! Nichts wie weg! Hmm.
hier. Ich gehe Hilfe holen. Schnell weg von hier. Ich gehe Hilfe holen. Schnell weg von hier. Das ist wirklich nicht wahr. Scheiße, was ein Biest. Oh oh. Lästige Viecher. Oh, fast geschafft. Versuchen wir das jetzt nochmal. Heute Abend gibt es Fleisch. Schnell weg von hier. Okay. Ganz ruhig. Alles in Ordnung. Pass auf, Dan! Okay, ist weg. Scheiße, was ein Biest. Ich hab nicht die richtige Waffe. Wir sehen uns. Schnell weg von hier. Als ob ich noch Jamie verloren hätte.
abwarten, was daraus wird. Okay. Hilfe holen. Verlass dich auf jemanden. Scheiße, was ein. Oh oh. Lästige Viecher. Lästige Viecher. Oh. Verdammt. Lästige Viecher. Viecher. Lästige Viecher. Geh Hilfe holen. Ein Mistvieh weniger. Huh. Ist irgendjemand noch gestorben, den ich plündern kann? Vorne. So. Die Finger sollte ich dir abschneiden. Zu Mutti. Feigling, komm zurück. Wer erzählt denn sowas? Als ob ich ihn töte.
So. Damit haben wir echt gut was geschafft. Vielleicht kriegen wir davon Marvin was. So, Marvin. Hey du. Ich habe besondere Snapperkrallen für dich. Hier ist der Ring, den ich dir... Was hast du an... Lass mich mal durch. Oh Gott. So, dann wollen wir mal wieder ins neue Lager. Wir können mit Fisk sprechen. Oh. Oh, Goblins. Verdammt. Da sind Snapper. Oh Gott. Das ist das neue Lager. Hilfe. Lass mich. Okay, da gibt's nichts zu holen. Das wäre dann wahrscheinlich Stachel und Flügel. Thank you.
mich nicht zu fragen. So, Fisk. Von mir erfährt kein... Ich habe jemanden aus dem neuen Lager, der mit dir handeln will. Wer hätte das gedacht? Du scheinst dich hier ja richtig beliebt machen. Das ist dir auch gelungen. Sein Name ist Sharky. Sharky? Was Diego betrifft. Zeig mir deine Waffe. Okay. Lass mich. Hey du. Zeig mir deine Ware. Ich habe jetzt den Scheiß. Er muss das ja besser wissen. Ist doch nicht möglich. Halt mich da lieber raus. Wir sind da nah und lass dich auf jemanden, du bist. Hier kann man sowas von trotzdem nicht stecken. Einige Probleme. Ich muss. Wir sehen noch. Möglich ist alles. Lass uns lieber über was anderes. Hätte ich dir vorher sagen. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Okay. Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich habe mal mit ein paar Leuten geredet. Und? Skelty hat mir gesagt, er wäre gespannt. Und er war sehr gespannt, ob du... Whistler hat mir von der Sache mit Fisk erzählt. Sly hat mir erzählt, du hast... Zu Fingers habe ich dich ja schon geschickt. Mit Dexter muss ich noch ein ernstes Wörtchen reden. Aber es gibt keine Regeln für dich. Torus sagt, so einen wie dich können wir brauchen. Alles in allem... Mach's gut. So. Hast du eigentlich keinen Plan, wo du... Was kannst du mir beibringen? Komm, suchst du ein stilles Plätzchen, wo wir ein bisschen reden können und so? Okay, das hat nicht geklappt. Wird sich das jemals ändern, wer auf das gefahren ist? In der Geschichte muss aber was dran sein. Ich halte mich da lieber raus. Ich glaube kaum, dass wir noch in seiner... So, ich würde dann sagen, für heute war's das. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Ich glaube kaum, dass ich daran was ändern kann. Und... Das ist doch alles nur geredet. Ja. Ich höre mit der Liebe raus. Ich glaube kaum, dass ich daran was ändern kann. Ja, also für heute war's das. Wir werden dann noch weiter mit den Quests machen. Auch mal ins Sektenlager laufen und da mal gucken. Ein paar Quests machen, hoffentlich dann noch ein bisschen aufleveln, sodass wir einige Monster einfacher besiegen können. Ein bisschen mehr Stärke draufhauen und dann, ja, hoffentlich gut vorankommen. Aber wie gesagt, für heute war's das dann erstmal. Dann wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Morgen bin ich leider nicht online. Da bin ich unterwegs.
Also sehen wir uns Dienstag mit Mani zusammen wieder. Also wünsche ich euch einen schönen Abend und dann bis die Tage. Ciao! Erstmal.